Kommen wir noch zu ein paar letztlichen Beispielen. Dieses ImageNet hatte ich gerade schon erwähnt. Ah, Billion war ein bisschen übertrieben. Also eine Million Images. Das sind also ganz viele kleine Bilder, so welche wie diese hier. Und dazu gibt es dann das zugehörige Label, Steeldrum. Und der Computer soll das also rauskriegen, nur indem er auf dieses Bild guckt. Und mittlerweile gibt es also Computer, die einem diese Sachen hier rausspucken, dann, wenn sie dieses Bild reinbekommen. Das ist faszinierend, dass es geht. Wie es funktioniert, gucken wir uns noch ein bisschen genauer an. Und das Interessante ist, die Performance wurde über die Jahre immer besser. Das ist also der Fehler, das heißt, klein ist gut. Ja, und der Mensch schafft da 5,1% Fehler, macht er. Woran liegt das? Naja, der kann ja nicht alle Hundesorten auseinanderhalten. Ja, das sind halt schwere Beispiele. Der Computer kann das aber besser. Der kriegt das hin. Ja, das ist also schon beeindruckend, was man da rausgekriegt hat. Das andere große Beispiel ist, also, ja, jetzt ist noch die Frage, indem wir so viele Bilder erkennen können, haben wir denn mit das Computer Vision Problem gelöst. Ja? Und dazu gibt es dieses schöne Beispiel von Andrei Karpathy. Das ist ein Slide, was ich aus einer anderen Vorsitzung genommen habe. Das ist ein Bild, zeigt den amerikanischen Präsidenten. Und die Frage ist, ob ein Computer dieses Bild versteht, so einfach. Was würde da ein Computer sehen? Ja, der sieht da halt Personen, die da rumstehen im schwarzen Anzug. Vielleicht würde er auch noch eine Gesichtserkennung erkennen. Das eine ist Barack Obama, okay? Aber hier würde vielleicht noch erkannt werden, das ist irgendwie eine Waage. Aber warum das jetzt ein interessantes Foto ist sozusagen, das ist noch beyond für den Computer. Warum ist es denn so ein interessantes Bild? Naja, weil da steht halt einer drauf, der sich jetzt hier wiegt. Der guckt da ganz skeptisch da auf die Gewichte, wie er die einstellen muss. Man muss also so ein bisschen was auch über diese Waagen wissen, dass man da die Gewichte so hin und her schiebt, bis es passt. Ja? Und dass es irgendwie, muss man das stimmig kriegen. Und man wundert sich dann, wenn man die Gewichte zu weit schieben muss. Dann denkt man nämlich, bin ich wirklich so schwer? Und dafür muss man was über die menschliche Kultur wissen, dass man eher lieber dünn ist und rank und schlank. Und man würde am liebsten so leicht sein wie eine Feder, ja, sozusagen. Und sozusagen zu viel Gewicht ist irgendwie nicht was, was einen glücklich macht. Das muss man alles wissen. Dazu kommt dann noch, wir müssen die Mechanik von dieser Waage irgendwie verstehen. Das heißt, da unten mit dem Fuß drauf zu treten, manipuliert natürlich das Ergebnis. Dafür müssen wir uns aber mit diesen Waagen auch wirklich auskennen, wie die funktionieren. Am besten haben wir schon mal eine benutzt. Ja? Außerdem müssen wir verstehen, dass wenn er hier auf einem Fuß steht und mit dem anderen Fuß da ist, dass er das dann so ein bisschen runterdrückt. Das muss man auch irgendwie physikalisch verstehen. Und er lächelt ein bisschen, das ist ein Witz. Ne? Das soll natürlich lustig sein für alle anderen, die dann dahinter stehen. Da kann man dann noch weiter philosophieren. Ja, so als amerikanischer Präsident ist man natürlich der Boss sozusagen und die Leute um einen herum finden die Witze immer lustig. Ja? Das kommt noch da so zu. Also Sie sehen, da spielt so ganz viel rein. Und dieses ganze Common Sense Wissen hat der Computer nicht. Ja? Wenn Sie dann sozusagen, Sie nehmen so ein Tesla-Auto, was alleine durch die Gegend fährt, stellen das da unten in den Flur rein oder zeigen dem Tesla dieses Bild, dann sagt er, boah, da sind 5 Pedestrians, 5 Fußgänger, ich muss erstmal stehen bleiben. Und er findet das in keinster Weise lustig oder sowas, sondern der erkennt halt einfach Fußgänger und vielleicht, da könnte man durchfahren, wenn Platz ist und das ist alles. Ja? Also da ist man also noch sehr weit so von so menschlichen Qualitäten entfernt, also von menschlicher Intelligenz im Sinne von Witze verstehen oder solche Bilder sozusagen zu verstehen. Ja, also sozusagen, dass man jetzt Computer Vision machen kann, reicht vielleicht für autonomes Fahren, aber auch nur vielleicht, aber reicht nicht aus, um solche Bildwitze zu verstehen. Nächstes Beispiel war Go-Spielen, gehe ich gar nicht so drauf ein. Furchtbar kompliziertes Spiel, macht riesig Spaß. Ja, so Informatiker finden das toll oder Mathematiker auch. Und das ist Lee Sedol und der verliert gerade. Der ist nicht glücklich darüber, weil er hat wirklich gedacht, so in Go ist es nicht machbar. Ja. Dazu gibt es ein Nature Paper und das gehen wir gar nicht so sehr ins Detail. Das Faszinierende ist, schauen wir uns den Titel mal an. Mastering the Game of Go Without Human Knowledge. Das heißt, das ist ein Computerprogramm, wo kein Wissen über Go-Spielen reingesteckt wurde, nur die Regeln. Dann hat das Ding da unten, wo steht die Achse, 72 Stunden lang gespielt und es war besser als jeder Mensch. Ja, wir Menschen haben 4000 Jahre dafür gebraucht, so gut zu spielen, wie wir jetzt spielen im Go, immer wieder die alten Bücher lesen von den alten Go-Spielern, um noch besser zu sein. Und dieses Computerprogramm ist so geschickt gemacht, dass er in 72 Stunden besser ist als alle Menschen, die spielen sozusagen. Und das ist wirklich ein Meilenstein, das sozusagen zu gehen. Es geht so weit, dass der, man kann jetzt hier so gucken, nach 12 Stunden hat er so bestimmte sogenannte Yosekis erfunden. So bestimmte gute Stellungen, die man halt macht typischerweise, wenn man gut Go spielt. Deswegen interessiert uns natürlich, wenn wir Go spielen wollen, was findet das Programm denn sonst noch raus? Wie sollte man denn spielen in der Öffnung sozusagen? Und so wird es auch benutzt mittlerweile. Das heißt, die Profis gucken sich natürlich an, was würde denn der Computer machen? Und wir wollen dadurch besser werden. Ne?
Faszinierendes Beispiel. Kommen wir zum Main Ingredient von aktuellen KI-Systemen. Ja, nehmen wir nochmal in dieses Inhaltsverzeichnis. Sie wissen schon, worauf es hinausläuft. Sie haben ja alle schon Deep Learning gehört. Das heißt, dieses eine Kapitel, das ist das, worauf zurzeit fast alles basiert, was Sie so sehen an KI. Basiert fast alles auf Learning. Irgendwie kombiniert mit anderen Sachen. Also, wenn ich diese Learning-Ansätze mit diesen Problem-Solving-Search-Ansätzen kombiniere, dann habe ich das AlphaGo. Ja, dann habe ich also ein Programm, was gelernt, selbst lernen sozusagen besser Go spielt als alle anderen Menschen. Wenn ich diese Lernsysteme jetzt mit Computer Vision mixe oder mit Robotik sozusagen, habe ich selbstlernende Roboter, die halt durchaus probieren, über Nacht rausgehen, wie das mit der Türklinke funktioniert. Ja? Die probieren halt rum und verbessern das jedes Mal. Ja? Oder die spielen Tischtennis, indem sie das halt lernen oder solche Sachen. Ja? Also diese Lernidee ist das Essentielle, was man braucht. Schauen wir nochmal, was Alan Turing dazu zu sagen hat. Hatte ich Ihnen jetzt vorenthalten, aber Section 7 heißt Learning Machines. Das heißt, er hat damals schon gesagt, das kriegt man nicht hin, indem man das engineert, indem man das per Regeln aufschreibt. Das kriegt man nur hin, indem man die Maschinen selber lernen lässt. Ja? Das ist also sozusagen der Trick. Kurze Sache, was ist denn Lernen? Lernen ist natürlich nichts anderes als irgendwie Optimierung. Ja? Kosten, Nutzen, Maximierung, Minimierung, solche Sachen. Das ist Lernen. Kommen wir zu Machine Learning. Die kurze Antwort ist, was ist jetzt Machine Learning? Das ist so mein Hauptbereich, ja, in dem ich manchmal forsche. Automatisches Programmieren. Sie wissen jetzt ja noch gar nicht, was Programmieren ist, aber ich sage Ihnen trotzdem ungefähr, was automatisches Programmieren ist. Normales Programmieren sieht so aus, Sie haben so ein Problem, Sie haben zum Beispiel so eine Sequenz von Zahlen und Sie wollen ein Programm haben, was Ihnen diese Sache sortiert. Ja, um das konkreter zu machen, Sie haben Ihre Schallplattensammlung im Regal und Sie wollen die sortieren und Sie wollen jede Schallplatte möglichst selten in die Hand nehmen. Ja, und dann werden Sie irgendein geschicktes System haben. Ja, Sie werden vielleicht eine rausziehen und dann steht das irgendwie, was weiß ich, Herbie Hancock, dann schieben Sie das irgendwie so da so in die Mitte rein, wo ungefähr H sein müsste und so weiter. Und denken sich da so einen Algorithmus aus. Und die Informatiker machen nichts anderes, die denken sich irgendwelche Rezepte aus, um solche Sequenzen zu sortieren. Und das ist ziemlich lange gemacht worden und da gibt es ziemlich gute Lösungen für und das Problem ist gelöst, einigermaßen. Also wäre sehr überraschend, wenn man dann mit einem neuen Algorithmus kommen würde. Schwieriges Beispiel ist sowas wie Handschrifterkennung. Das ist viel schwieriger, mit dem gleichen Ansatz ranzukommen. Ich will also ein Foto von einer 7 nehmen und dann soll der Computer sagen, das ist eine 7. Ja? Das ist viel schwieriger, weil eine 7 ist halt auch noch eine 7, wenn ich sie ein bisschen anders male, wenn ich den Winkel ein bisschen ändere, wenn ich die ein bisschen im Bild verschiebe, wenn ich die Farbe ändere, wenn ich den Strich dünner oder dicker mache. Da gibt es also viel mehr Möglichkeiten. Ja? Das ist das Problem, warum das ein schwieriges Beispiel ist. Und wenn man das angeht mit so klassischen Informatikmethoden, hat man dabei keine Chance, dass man ein sinnvolles System zusammenbaut. Stattdessen benutzt man Machine Learning. Und wie funktioniert Machine Learning? Anstatt jetzt genau zu sagen, ja, der Balken hier oben muss schwarz sein und dann geht sowas schräg runter, maximal im Winkel von 73 Grad. Ja, stattdessen sage ich einfach, ich nehme ganz viele Trainingsbeispiele, ja, die ich jetzt von meinen Studenten und Studentinnen von Hand mal annotieren lasse über einen Sommer. Die dürfen dann da 1 Million Zahlen aufschreiben, was das immer genau ist, und lesen. Nutze ich deren Gehirne. Und diese Daten kann ich dann also nehmen und jetzt automatisiert ein Computerprogramm erzeugen, was diese Aufgabe löst. Das ist also Machine Learning. Die Idee ist also, ich sammle ganz, ganz viele Daten und erzeuge dann das Programm automatisch. Ja, das ist maschinelles Lernen. Hier nochmal die Einzelschritte. Ich brauche also ganz viele Daten. Das trifft sich natürlich gut in Zeiten des Internets und in Zeiten von Handys mit Kameras, wo jede Minute 300 Stunden Videos auf YouTube hochgeladen werden. Super, wir haben viele Daten. Perfekt. Ja, idealerweise haben wir auch noch Labels dran. Das heißt, wir wissen, ob eine Katze drauf ist oder nicht, zum Beispiel. Oder wir wissen, ob ein Fußgänger im Bild ist. Oder wir wissen, ob ein Verkehrsschild im Bild ist. Ja, diese Captchas, die Sie manchmal lösen müssen, ob ein Verkehrsschild im Bild ist, kann man als Reverse-Turing-Test ausprobieren, also auffassen, ja. Also der normale Turing-Test ist ein Mensch und die Maschine will beweisen, dass es der Reverse-Turing-Test ist eine Maschine, die Ihnen Bilder zeigt, wo Sie sagen müssen, wo die Verkehrssteller sind, um zu beweisen, dass Sie keine Maschine sind, ja. Können Sie mal drüber nachdenken, ist genau das Ding umgedreht. Aber wir haben also diese Daten, benutzen dann Machine Learning, um einen Classifier oder irgendein anderes Programm zu haben, der eine bestimmte Aufgabe löst. Und wir geben das Programm nur grob vor. Das hat unglaublich viele Stellschrauben. Und die Stellschrauben müssen sich selber einstellen, abhängig sozusagen von den Daten. Und am Ende können wir das Ganze noch evaluieren, um zu testen, wie gut funktioniert es denn.
Ja, das heißt, unser autonomes Auto bekommt halt ein paar Bilder gezeigt, wo mal Fußgänger drauf sind, mal nicht, soll immer deine, und bekommt auch noch die Information, wo die Box ist, darf sich das angucken, darf damit trainieren, Machine Learning machen und anschließend zeigen wir Bilder ohne Boxen um die Fußgänger und dann checken wir, ob das Auto die Boxen an die richtige Stelle macht. Okay, und keinen Fußgänger übersieht. Das ist dann der dritte Schritt. Gut, ich habe eine kleine Demo mitgebracht, die wir, glaube ich, noch schaffen in 6 Minuten. Ja, Klassifikationsproblem, Jazz oder Klassik. Wir haben ja eine Reihe von Schallplatten, die habe ich mal von zu Hause aus dem Regal gezogen. Und das ist entweder Jazz oder Klassik. Ja? Und ich bringe jetzt dem Computer bei, indem ich dem das Cover zeige, ob das Jazz oder Klassik ist. Und es ist kein wirkliches Cheaten, es ist ein bisschen Cheaten, aber nicht so richtig. Also das ist schon jetzt ganz okay, was Sie jetzt hier sehen. Schauen wir mal nach, was sind denn hier meine Testbeispiele? Das ist eigentlich egal, die müssen jetzt gemischt sein. So, die sind jetzt gemischt, sagen wir mal. Nehmen wir mal an, das hier sind meine Testbeispiele. Machine Learning funktioniert jetzt immer so, bei der Testmenge weiß ich auch, was rauskommt, aber die lege ich zur Seite. Die darf ich nicht benutzen, weil ich will ja hinterher rauskriegen, ob ich wirklich Jazz und Klassik unterscheiden kann. Ich sollte vielleicht mal nachgucken, ob da beide Sorten auch vorkommen. Ja, Horowitz, Keith Jarrett, ja, passt. Die sind alles zwei Beispiele jeweils von jeder Sache. Dann habe ich meine Trainingsdaten. Da kann jetzt mein Computer so viel mit rumrechnen, wie ich will. Darf damit machen, was ich will. Ja, da habe ich irgendwie sowas irgendwie und Pat Metheny, so Kram. Und werde jetzt den Computer trainieren. Schauen wir mal nach, wie das jetzt geht. Das ist einfach nur ein Programm, was ich hier starte. Ja, das habe ich selber programmiert. Ich zeige Ihnen gleich auch den Code. Und als erstes müssen wir Daten sammeln. Und das funktioniert so, dass ich jetzt hier meine Kamera ansteuere. So, da ist die Kamera. Und während der Trainingsphase bin ich ja sowas wie so eine Art Teacher. Ja, das heißt, ich halte jetzt das Ding in hier so, da der zeigt das jetzt der Kamera. Ja, und dann sage ich, ob das Jazz oder Klassik ist. Ja, ich halte das jetzt dran und dann drücke ich entweder 0 oder 1. Ja, und 0 ist es, dass es Jazz ist. Ja, und jetzt sollten Sie dann auch so eine schöne computerisierte Stimme hören, wenn wir Glück haben. Jazz. Ja. Der hat jetzt nur gesagt, habe ich verstanden, okay, merke ich mir, das ist eine Jazzplatte. So sehen Jazzplatten aus, okay? Dann haben wir, nehmen wir hier erstmal Karajan. So, das ist Karajan. So. Karajan ist jetzt nicht Jazz, der ist was anderes. Boah, kann sein, dass das heute hier nicht funktioniert, weil die Beleuchtungsverhältnisse nicht so gut sind. So. So. Ist natürlich toll, dass der Jazz und Klassik sagt, aber ein Computer, dem können Sie irgendeinen Text eintippen und der kann Ihnen das vorlesen. Das ist also normal. Play Bach, ein bisschen schwierig. Ich verrate Ihnen, es ist Jazz. Ja. Jazz. Also tolle Schallplatte übrigens. So. Dann haben wir noch den Herrn Solti. Was ist das? Das ist Klassik. Klassik. Ja. Dann haben wir noch Ornette Coleman. Okay, das ist auch hier wieder. Ups, nur keine falsche Taste drücken. Jazz. Prima. Dann haben wir noch das Klarinettenquintett. So. Ich habe die Platten natürlich zu Hause gelassen. Ich habe nur die Hüllen mitgebracht. So kann man das gut sehen. So. Klassik. Wunderbar. Dann haben wir noch Glenn Gould. So, auch super. So, hier, so sieht's aus, die Platte. Klassik. Und Sam Rivers. Sam Rivers, ja, ist Jazz. Okay. Jazz. So, jetzt hat er ein paar Beispiele gesehen. Okay, ich könnte jetzt noch mehr zeigen und er würde mehr rechnen. Der rechnet auch irgendwas. Also ich bin wirklich, ich zeige Ihnen, sage Ihnen auch gleich, wie es funktioniert. So, ich sage jetzt hier, drücke jetzt die Leertaste. Leertaste heißt, ich habe jetzt hier genug Trainingsbeispiele drin. Jetzt muss ich die Maschine trainieren. Der rechnet und rechnet und rechnet im Rechenzentrum auf dem riesigen Cluster. Macht er nicht. Der macht das jetzt hier nur auf dem Laptop. Ich sage einfach mal, genug trainiert. Jetzt kann ich testen. Und jetzt nehme ich diese Testbeispiele und will gucken, ob der das denn wirklich kann. Ja, und ich werde jetzt Folgendes machen. Ich halte die Schallplatte da rein und ich drücke nicht 0 oder 1, sondern ich drücke wirklich die Space-Taste. Vielleicht könntest du gucken, dass ich das wirklich mache. Also ich bin jetzt hier nicht am Mogeln. Ja. Der beste Test ist natürlich, dass nicht funktioniert. Dann wissen Sie, dass ich nicht mogel. So, jetzt halte ich die mal da rein. Also, ne, ja, ist ganz klar. Karajan wieder. Wollen wir mal gucken, was er sagt. Das ist Klassik. Faszinierend. Schauen wir noch mal, was sieht man denn da? Da sieht man ja nicht mal die Instrumente. Doch, ein Klavier sieht man und eine Geige. Okay. So, was haben wir hier? Ah, auch ein Klavier. Das ist natürlich relativ schwierig. Schauen wir mal, ob die das hinkriegt jetzt, unsere KI. Das ist ja. Faszinierend, ja. Also es funktioniert. Ist toll. Ich sage Ihnen gleich aber, wie es funktioniert. War schon wieder ein Klavier. Das war ja eine komische Testset. Hoffentlich kennt er sich mit Klavieren gut aus. Das ist Klassik. Okay. Kommen wir zum letzten. Vince Giraldino. Wenn Sie das Vince Giraldi Trio. Auch Klavier, ne?
So, schauen wir mal, was er da rauskriegt. Faszinierend, hat funktioniert. Funktioniert nicht immer, aber Sie sehen, der hat jetzt was gelernt, ja, und ich habe es getestet und es funktioniert. Und das war jetzt Machine Learning, ja, also so funktioniert das. Es funktioniert leider nicht immer so gut, ja, und es ist jetzt auch, ich sage Ihnen gleich, wie ich es gemacht habe, also ein bisschen habe ich nachgeholfen, aber im Prinzip ist das der typische Aufbau. Sie sammeln Daten, ja, irgendwelche Bilder aus der Medizin, mit Tumor, ohne Tumor, machen das Label dran, Tumor drin, kein Tumor drin, und einen Teil der Daten legen Sie an die Seite und vergessen das Label und dann testen Sie sozusagen anschließend, wie gut es denn geworden ist. Ja? Und zwischendurch wird irgendwas gerechnet. Gut, das ist der Code. Ja, den kann ich Ihnen auch kopieren. Das ist so Python-Code. Und wie das Ganze jetzt funktioniert, steht hier. Da müssen Sie irgendwie den Kopf alle drehen. Im Wesentlichen ist es so, was rechnet der jetzt aus? Der nimmt das Bild rein. Das Bild ist im Prinzip eine große, lange Zahlenreihe und er rechnet von dem Bild den Mittelwert aus. Das gebe ich vor. Das ist also mein Modell, was ich reinstecke. Dieser Mittelwert sozusagen wird abgespeichert jetzt für diese Platte zum Beispiel. Und für alle Jazzplatten, die jetzt so reinkommen, werden jeweils die Mittelwerte ausgerechnet von den Pixelwerten. Und diese Mittelwerte werden wieder gemittelt. Das heißt, ich habe dann so den mittleren Mittelwert ausgerechnet, den Jazzplatten so haben. Ja, und für die Klassikplatten mache ich das genauso. Da rechne ich auch Mittelwerte aus. Ja? Und was hat die Maschine denn jetzt gelernt dann am Ende? Sie hat halt gelernt, wie so ein typischer Mittelwert für meine Jazzplatten ist und wie ein typischer Mittelwert für meine Klassikplatten ist. Und das ist also dann, dieser Lernprozess war so eine Art Schätzung, ja, um diese Mittelwerte zu schätzen. Wenn ich jetzt eine neue Platte nehme und sie zeige, die noch nie gesehen würde, oder die Rückseite oder sowas, dann rechnet der einfach wieder den Mittelwert der Pixel aus und schaut, ist der Mittelwert näher an dem für Klassik oder näher an dem für Jazz. Okay? Und das ist alles. Und der Grund natürlich, warum das jetzt hier funktioniert hat, ist, ich habe ein bisschen geguckt, dass ich bei den Klassikplatten eher was Dunkles habe, ja. Bei den Jazzplatten habe ich eher was Helles. Ja, deswegen funktionierte das so gut. Aber das war natürlich jetzt ein Merkmal, was ich ins Modell reingesteckt habe. Wenn Sie jetzt Bilder haben von irgendwelchen möglichen Tumoren oder sowas, wissen Sie ja nicht, wie das geht. Sie wissen ja nicht genau, woran man die Tumore vielleicht erkennt. Sie wissen nur, in dem Bild ist ein Tumor drin, in dem nicht, sozusagen. Und da muss der Computer natürlich kompliziertere Modelle lernen. Das heißt, das ist jetzt ein super simples Modell. Es ist kein Cheating, aber das Modell ist halt super simpel, passend, wie sich jetzt halt meine Jazzplatten halt von denen unterscheiden. Aber wo genau jetzt der Threshold liegt, sozusagen, hat die Maschine selber rausgekriegt. Das habe ich dann nicht gesagt vorher. Ja?